Hurra, endlich das Wochenende, endlich in die Pause. Das hat sich wohl der DAX auch gedacht, denn der kommt ein bisschen runter. Ihr seht, das ist noch die alte Zeichnung hier. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Machen wir mal dieses Gemälde weg, das verdeckt ja alles, wie es denn aktuell aussieht. Also, er hat das nicht ganz genutzt, diese Aufwärtsbewegung. Gut, musste er ja nicht, haben wir ja gesagt. Also, er hat vorher auch schon so einige Marken, kleinere Marken, die für einen gewissen Widerstand sorgen. Naja, diese Fünfwelligkeit: 1, 2, 3, 4, 5. Naja, wollen wir es nicht schönreden, wie auch immer? Wir laufen jetzt auf jeden Fall in die Abwärtsbewegung. Und jetzt die alles entscheidende Frage: Können wir jetzt schon wieder long gehen? Du hast doch hier schon deine Linie drin. Ja, die war allerdings bezogen auf eine Zeichnung, die so aussah. Das heißt. Mir fehlt noch diese Mehrgleisigkeit, mehr die verschiedene Mehrarmigkeit, dieses ABC. Aus meiner Sicht ist das, was wir hier bisher haben, nicht ABC-Like. Das ist zwar so ein bisschen wackelig, aber es ist doch überlappend, ja, aber auf der winzigsten Ebene überlappend. Ich weiß, einige sind immer äh, der Meinung, ich bin zu pampelmuselig vielleicht. Warum ist er, es muss immer wunderschön sein. Aber ich will es halt deutlich haben und ich bin mir bei dieser Geschichte nicht sicher, ob das jetzt das Ganze hier ausmalt. Also, wir sehen, der Rücksetzer ist weit genug von der Höhe. Wir sind zwar nicht ganz so 38, das finde ich aber von der Höhe nicht schlimm. Ja, also, er muss nicht genau 38. Das ist ja nur ein Richtwert. Manch einer erinnert sich, ich habe manchmal so Wahrscheinlichkeitszeichnungen, die sehen ungefähr so aus. Häufig seht ihr die auch in Rot und dann Hochkant. Das ist etwas, was wir im Live natürlich dann intensiver angehen. Gar nicht so wichtig. Wichtig ist nur so ungefähr das. Und natürlich ist das jetzt kein Riesenunterschied, ob der Kurs hierhin geht oder da oder zur Not auch nur dahin. Das ist jetzt noch kein Drama. Also, das ist von der Höhe vollkommen ausreichend für einen Rücksetzer. Jetzt müssen wir mal gucken, ist es denn dann schon die komplette Korrektur? Wie können wir uns das angucken? Dann messen wir doch mal die Aufwärtsbewegung. Wie steil war die? Und dann sehen wir, sie ist steiler, schneller gewesen. Und ich muss es hier sogar noch ein klein bisschen anpassen. Denn das ist noch meine ursprüngliche Zeichnung. Streng genommen, seht ihr mal hier, voller Schlamper. Vom Tief bis zum Hoch. Das wussten wir damals noch nicht. Also, da sehen wir. Jetzt wird es doch ein bisschen mehr Platz, was noch da offen ist. Also ein bisschen tiefer wäre schon nicht so schlecht. Warum jetzt die andere Linie? Die andere hatte ich mit dem Gedanken gemalt, dass vielleicht das Hoch hier liegt. Jetzt ist es hoch, aber hier. Also rutschen diese Marken natürlich leicht nach unten. Und die 38er, naja. Ich wäre nicht super pingelig, wenn wir eine sehr sehr korrektive Struktur bis dahin bekommen hätten, dann hätte ich gesagt, na ja, gut, was willst du denn? Es muss ja nicht immer perfekt sein. Wenn ich mir jetzt aber diese Struktur angucke, ist die schon wirklich dreiwellig? Ich habe den Verdacht, die ist gar nicht dreiwellig bis hierhin. Die ist mehr oder weniger erst die erste Welle. Ich würde mir jetzt eigentlich wünschen, der macht irgendwie eine Aufwärtsbewegung und kommt dann noch mal runter. Das hätte mehrere Effekte. Punkt 1, wir kämen dahin, wo wir von der Höhe wollen, nämlich wirklich in die Nähe der 38er oder von mir auch die 50er, aber irgendwo dahin. Punkt 2 ist, diese Korrektur würde etwas mehr Zeit brauchen und uns damit auf die rechte Seite dieser Spiegellinie bringen. Auch das ist jetzt keine hohe Wissenschaft im Sinne von, diese Linie ist jetzt ein Killer. Das ist eher. Dass man sagt, okay, will ich wirklich, dass die Aufwärtsbewegung mit dieser Geschwindigkeit ist und die Korrektur, die Pause sogar schneller ist, dann ist nämlich schnell die Gefahr, das ist gar keine Pause, das ist eigentlich eine ganz tolle dynamische Abwärtsbewegung. Je mehr die allerdings hier, in, also insbesondere wenn er das jetzt hier relativ zügig macht, je mehr wir allerdings hier rechts von dieser Spiegellinie kommen, desto eher kann man sagen, naja, das ist der gemütliche Teil, also die. Gegenbewegung und das würde das auch noch mal untermauern. Und wir hätten diese klassische Struktur, nämlich dieses ABC, was wir ja sehr häufig haben, ABC als Zeichen einer Korrektur, muss jetzt auch nicht exakt so aussehen. Es darf natürlich auch so sein, dass es eben diese vielen Kursüberschneidungen hat, die alle dafür sprechen, es ah, wohl nicht die Hauptrichtung. Ne? Denkt immer dran, das Überlappungsfreie ist das, wenn Gegenbewegungen nicht überschneidend sind. So, das haben wir hier. Ja, also der Vortrieb ist relevanter als die Gegenbewegung. Hier wissen wir es noch nicht. Genau, weil er ist ja noch in der ersten Bewegung. Das heißt, zum aktuellen Zeitpunkt noch kein Kauf. Noch kein Grund zur Panik, denn dieses Bild, auch wenn man sagt, es geht aber runter, im Gegenteil, wenn es denn so aussähe, super. Wenn es alternativ so aussieht, auch super. Nur wenn es so aussieht, nicht gut. Ja, das weiß ich aber hier ja nicht, ob das passiert oder das. Das ist der Grund, warum wir diesen Trigger, ihr erinnert euch, die schwarze Linie von Anfang damit drin haben. Also insofern es ist nichts Schlimmes passiert. Aktuell allerdings die Abwärtsseite, das war durchaus zu erwarten, dass das passiert, haben wir mehrmals jetzt drüber gesprochen. Überraschen sollte das also nicht so sehr. Wer sich jetzt ärgert, Mensch, ich hätte noch gerne mehr Gewinne gehabt, ja, Traden ist nie optimal. Wir wissen ja alle nicht, was passiert, aber egal wie, man konnte da sein. Zumindest mal relativ mit beschränktem Risiko ein bisschen was rausholen. Und wenn man jetzt sagt, ja, ich hätte aber gerne noch mehr gehabt oder jetzt habe ich zu lange abgewartet, jetzt bin ich hier, wenn ich hier erst eingestiegen bin, wieder auf null, ja gut, dann ist es halt ein nuller Trade. Wenn ich jeden dritten Trade null mache, dann zwei Gewinntrades, ist es mir ja auch okay. Äh, okay. <laughs> Also, denkt immer bitte in statistischen Größen. Traden ist nicht die Wissenschaft von, ich weiß, was als nächstes passiert, sondern Traden ist die Wissenschaft, ich hole die Statistik auf meine Seite, dann mache ich das zehnmal und sag mir, super, nachher etwas mehr als vorher. Also, das ist die Kunst, nicht die Kunst der Vorhersage. Also. Aktuelle Erwartungshaltung, wenn das passiert, dann anschließend die Aufwärtsseite denkt an den Trigger. Vorläufig ist das nichts. Natürlich kann auch das passieren. Das kann ich nicht ausschließen. Woher auch? Dann muss ich mir neuen Gedanken machen. Es ist aber für mich kein so schöner Einstieg mehr. Da würde ich dann doch eher vorsichtig sein und mal gucken, ob da nicht doch noch irgendwann sowas hinterherkommt. Und wenn ich falsch liege, was sehr gut sein kann und der Kurs dann doch das macht, was nicht das typische Bild ist, aber natürlich trotzdem möglich ist. Ja, da muss ich halt gucken, dass ich irgendwann später wieder mit einer Korrektur wieder Einstiege finde. Aus meiner Sicht wäre das die richtige Variante. Gucken wir mal, was die Amerikaner machen. Beim Dow Jones, ähm, da haben wir sogar noch eine alte Zeichnung drin. Hier seht ihr, das war der Wackelteil. Der sah natürlich hier anders aus, aber der Teil wackelig und die Erwartungshaltung, dass es danach steil geht. Auch diese steile Bewegung sieht natürlich nicht exakt so aus. In dem Fall ist es eine einhändige Linie, aber ihr erkennt glaube ich den Tenor ganz grob wieder. Also damit kann man sich immer so ein bisschen orientieren. Ja, was soll ich denn jetzt hier vorzugsweise machen? Und denkt immer dran, alles was so dreiwellig ist, wenn das getriggert wird, spricht vieles für eine Fortsetzung der vorherigen Bewegung. Ich mache das mit euch so lange, bis das in eure Netzhaut eingebrannt ist, bis ihr sagt, ich kann es nicht mehr verpassen. Also einen einzelnen Trade verpasse ich super häufig, aber ich, wenn ich es sehe, sehe ich so viele Gelegenheiten, selbst wenn ich zwei, drei Trades verpasse, beim nächsten Mal bin ich dann irgendwann wieder mit dabei. So, jetzt, wie sieht es hier aus? Was ist denn, wenn man short ist hier aktuell? Jemand hatte mich mal angepinkt, hatte gesagt: Mensch, wie sieht es aus? Ich bin hier irgendwo short gegangen an der Stelle. Aus meiner Sicht ist Short gehen hier, also es war jetzt nicht so richtig für mich erkenntlich, aber kann ja sein, man hat hier irgendeinen Handelsansatz, der sagt: geh mal short. Aber dann ist das Überleben lassen dieser Marke, wenn es so weiter steigt, nicht so sehr sinnvoll. Also aus meiner Sicht wäre es sehr sinnvoll gewesen, dann vorher schon zu stoppen. Denn es ist immer dann die Gefahr, das kann ja noch ewig laufen. Ich sehe eine gewisse Chance, dass wir hier noch in dieser Korrektur sind, die wir angesprochen haben. So das Pendant zu dieser Geschichte. Pendant heißt nicht, dass sie exakt gleich aussieht, aber äh, dass es sozusagen die nachfolgende Korrektur dieser Geschichte ist, die uns dann nochmal vielleicht tatsächlich in den Bereich 35.300, vielleicht auch 200, vielleicht auch 100, aber irgendwo in diese Geschichte runterbringt. Das würde ich gar nicht so äh, abwegig halten. Also, vielleicht würde das auch passen zu dem, was wir ja beim DAX gesagt haben. Lass den ein bisschen tiefer kommen, und danach können wir danach ja auch wieder weiter steigen. Ja, das wird dann hier entschieden, nur wenn wir da durchgehen. Dann sollte man sich nicht vorläufig auf die Long-Seite, sondern dann die Short-Seite eher im Fokus haben. Aber bis dahin werden wir noch sicherlich ein paar Mal gemeinsam drauf gucken. Ich will das übergeordnete Bild gar nicht so sehr jetzt dranbringen. Ich glaube, das mache ich am Wochenende wieder in einem Videobeitrag. Aber aktuell muss man ganz klar sagen, der Markt ist nicht äh, so richtig committed auf eine Richtung, dass man sagen kann, okay, denn die Abwärtsseite ist dreiwellig mehr oder weniger, die Aufwärtsseite ist auch sehr, sehr korrektiv anmutend. Also das sieht so ein bisschen nach Feierabendgeplänkel aus. Also Freitag jetzt kommt, das lassen wir jetzt auslaufen. Wir freuen uns, dass wir eine gute Woche hatten. Und äh, dann wird man sehen, ob es am Wochenende Gewinnmitnahmen nochmal gibt. Die müssen den Markt nicht massiv runterdrücken, aber wie gesagt, ich würde es mich nicht wundern, wenn das passiert. Allerdings, nicht wundern heißt nicht, dass das genauso passiert, sondern es ist eher ja, realistisch, halte ich es, wird es passieren. Ja, das sage ich euch dann am Montag, ob es passiert ist. Das weiß ich natürlich auch nicht. Bullish, allerdings. Macht mich dieser Eindruck jetzt auch nicht. Also es bringt mich jetzt nicht wirklich auf den Kauftrigger. Wenn ihr jetzt sagt, damit kann ich alles überhaupt nichts anfangen, ich brauche das konkret, guckt auf das und das, sucht euch eure Lieblingszeitebene aus, völlig wurscht, was es für eine ist. Und wenn ihr euch auf Minutenchart konzentriert, schaut, wo habt ihr eine scharfe Bewegung, wo habt ihr eine wackelige. Und wenn ihr es nicht auseinanderhalten könnt, weil die halt einfach nicht ABC-mäßig aussieht oder hier irgendwie was. Wenn ihr das nicht auseinanderhalten könnt, was mir auch häufig so geht, ja, dann einfach in dem Moment was anderes machen. Also nicht dann traden und sagen, ja, ja aber irgendwas muss ich ja tun, es ist Freitagabend, jetzt bin ich schon zu Hause. Entweder sieht gut aus oder ich mache halt äh, keinen Trade. Ähnliches gilt für den SP 500, auch dem täte ein Rücksetzer eigentlich ganz gut, das dürfte in dieser Größenordnung sein, das kann sein, dass der ein bisschen seitwärts gerichteter ist, die ein bisschen schärfer, das ist nicht so untypisch, dass das passiert, aber dass wir ein Pendant quasi zu dieser Korrektur ganz grob haben und das wäre eigentlich hervorragend. Das, was ich hier jetzt im Moment auf der Abwärtsseite gesehen habe, ist natürlich eher korrektiv. Wenn wir das mal in dieser Gesamtbewegung, also von dieser waagrechten Linie da oben, das ist das hier. Wenn wir uns das angucken, dann hatten wir hier sicherlich irgendwas Dreiwelliges runter. Ich denke, das kann man schon so sehen. Hier war eine Korrekturzone vorne schnell, hinten schnell. Na, falsch umgezeichnet, aber ihr wisst, was ich meine. Das sieht dreiwellig aus. Dann war hier nochmal eine Gegenwehr. Ist das jetzt korrektiv oder impulsiv? Also ich würde sogar hier in diesem Fall eher sagen, dass der letzte Teil sogar noch mal impulsiv ist. Hier vorne Pause, zack, hier noch mal eine Pause, zack. Damit sind wir wieder in unserem klassischen fünffälligen Modell, was dann ja sehr gerne in eine Korrektur führt. Und der S&P, anders vielleicht als der Dow Jones, der sieht sogar gar nicht so schlecht aus, denn das ist eher korrektiv jetzt hier. Und wenn ich mir das angucke, dieses Ende, das ist wieder ein Schub. Das heißt hier wackelig runter und ich sage, boah, da geht noch mal Long. Also bei dem hier für alle Freitagshändler, da finde ich Long deutlich besser. Achtet mal drauf, ob ihr hier sowas kriegt, ABC-mäßiges Trigger hier. Das noch mal nach oben. Halte ich für alles andere als Abwege. Ich habe es ein bisschen zu kurz gezeichnet, ein bisschen höher als das und darüber sicherlich eine ganz gute Chance. Also da sehe ich Potenzial für den Freitagabend. Ihr seht, der Jones, nicht so spannend. Der äh, SP eben gerade hat das Bild sehr schön gemacht, allerdings. Auch schöner, als das der NASDAQ-Index äh, hier gemacht hat, denn ähm, das ist hier gar nicht so schön, wie ich finde. Und diese Aufwärtsbewegung, die war beim. SP am schönsten. Also damit seht ihr von all den drei Indizes, egal welchen ich generell äh, mag, das schönste, das klarste Bild war beim SP 500 und diese hier nicht. Jetzt sehe ich, ich rede schon zwölf Minuten, viel zu lang. Deshalb sende ich das Ganze jetzt euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns in den Märkten oder nächste Woche wieder auf äh, dem Videokanal oder eben im Born for Trading, falls ihr da schon mit dabei seid. In diesem Sinne euch erstmal alles Gute und liebe Grüße.